weiß es nicht. Keine Ahnung. Moin Leute, Servus und willkommen zum neuen Video, heute aus Frankreich. So ein altes Sanatorium oder alte Klinik, jetzt schauen wir mal, was wir hier so finden. Und los geht's. Schaut euch, der erste Blick. Ich kann euch das gar nicht zeigen, weil jetzt alles voller Bäume und Grün, aber die Aussicht hier oben ist echt mega. Ihr werdet es später auf den Drohnenaufnahmen noch sehen. Dann blende ich euch mal ein. Die Lage hier ist echt genial. Die Anlage ist hier leider auch schon auch auf den ersten Blick. Ich zeig's euch, wirkt sie schon durch. Ganz gut zerstört, aber jetzt schauen wir mal, was wir so alles hier finden noch oder auch nicht. Aber hier seht ihr auch jetzt schon auf den ersten Blick, wenn ihr da hochguckt, es ist einfach auch schon verbrannt und hat hier gut gebrannt. Also gehen wir mal, aber auch da oben. Das ist schon echt ganz genial gemacht, so von der Aufteilung der Gebäude. Aber jetzt gucken wir einfach mal rein. Vielleicht hat der einer Bock auf eine Grillwurst. Alter Grill. Steinalter Grill. Ah, hier geht es gar nicht weiter. Hier steht man direkt mal vor einer Wand. Steht man direkt vor einer Wand. Ja, aber auch hier, was ich auch in den letzten Videos schon gesagt habe, es ist einfach, wenn ihr da reingucken wollt, ich mache euch das Licht an, es ist einfach kreuzgefährlich. Ich halte euch auch mal hoch. Alter, der Aufzugsschacht ist ja auch nicht gerade ohne. Da muss man echt aufpassen, was man, wo man hintritt. In so Anlagen. Alter, hier ist echt gut schon zerstört. Alter, auch wenn ihr hier so reinschaut, das ist einfach schon echt gut alles zerstört. Aber interessanterweise, diese Wand da, sieht gar nicht so alt aus. Und das Ärgerliche ist jetzt, auf dem Rückweg müssen wir mal gucken, nach meiner Abdeckung von der GoPro-Lampe, den Diffusor, habe ich gerade verloren, hier oben. Aber naja, wäre auch nicht so dramatisch. Freunde, das ist einfach kreuzgefährlich hier. Deswegen immer mindestens zu zweit, eher zu dritt, weil einer kann Hilfe holen, wenn was ist, und der andere kann bei dem Verletzten bleiben. Deswegen ist zu dritt ganz genial, aber zu zweit sollte es mindestens sein. Ich würde sagen, es ist irgendein Speisesaal, Speiseraum oder irgendwas. Freunde, was es auch ist, Alter, es ist arschkalt, trotz dass es irgendwie Sonne und 10 Grad hat, es ist einfach saukalt. Hier ist ein Wind ohne Ende. Aber, jetzt schaut es euch an, das ist schon... Wenn du hier irgendwie als Patient warst und du hast
hier vielleicht Speiseraum oder Cafeteria. Und du hast hier draußen, die Sessel. Und jetzt kommt der Oberhammer. Guckt euch die Aussicht an. Wenn du hier sitzt, wenn du hier einfach sitzt und du trinkst ja deinen Kaffee, ich glaube, das ist schon echt genial. Das ist schon mega cool. Aber auch hier, wenn ihr guckt, das ist einfach schon auch ein riesen Gebäude, aber da oben ist auch echt alles irgendwie zu. Was sagst du? Was ist das? Oh, keine Ahnung. Es ist echt eine gute Frage, was das hier sein soll. Scheinbar so ein kleiner Miniraum. Keine Ahnung. Guck mal, das sieht aus wie so ein Gärtner. Ja, wahrscheinlich. Die Adresse ist es nicht. Nee, vielleicht ist es ein Gärtner. Keine Ahnung, die Adressen sind es auf jeden Fall nicht. Die da drauf, also die Adresse von hier ist es nicht. Das ist ja, nee, ich war ein Gärtner. Achso, ja, kann auch sein, aber sah jetzt aus wie so eine deutsche Adresse, ja. Freunde, kleine Produktplatzierung, ich kann euch die Lampe nur empfehlen. Ich verlinke sie euch unten mal. Das Geile ist, ihr könnt sie nachts nehmen, weil sie einfach rot leuchtet. Das heißt, ihr werdet nachts nicht so gesehen. Ihr habt einen geilen Diffusor. Ja, ich verlinke euch die mal unten. Schau euch die mal rein. Ich krieg dafür auch nichts. Ich finde die Lampe einfach nur geil. Ich kann euch empfehlen, kostet nicht die Welt. Ich glaube 30, 40 Euro oder so. Mit einer Osram-LED. Also so für hier leicht. Und das Geile ist, sie ist nicht auf Akku. Ich habe eigentlich bis jetzt immer nur Akkulampen gehabt. Die hat einfach mal 3 AA-Batterien. Ist halt ein bisschen geiler, wenn man unterwegs ist, wenn man einfach schnell mal eine Batterie wechseln kann, anstatt irgendwie einen Akku aufzuladen. Das ist dann was auch immer das hier ist. Keine Ahnung, was das ist. Nochmal, vielleicht mal kurz da rein. Da ist geklaut. Freunde, da hat sich wohl jemand ein bisschen gemütlich gemacht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da hat sich wohl einfach jemand ein bisschen gemütlich gemacht. Ist ja schon echt irgendwie ein bisschen strange. Aber wer weiß, vielleicht ist das ein Anziehungspunkt für Jugendliche. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann natürlich auch gut möglich sein, dass hier ja, die Jugend von hier sich hier trifft. Keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was das hier sein soll. Es schaut irgendwie, wenn ihr euch das hier einfach anguckt, das hier, das schaut irgendwie aus, als wäre es, keine Ahnung, eine Garage oder eine Anfahrt oder was auch immer. Für eine Garage wäre das ja ziemlich groß. Aber ja eben, für eine Garage wäre das echt ein bisschen arg groß. Ich habe keinen Plan, was das da sein soll. Was ist da für Stoff? Keine Ahnung, oder es ist einfach hier, also auf jeden Fall halt es wie Sau hier, oder es ist einfach ein Riesenlager oder so, keine Ahnung. Ich habe keinen Dienst, was das ist. Was ich aber weiß ist, Freunde, ihr seht mich schlecht, ich habe vergessen, die Lampe für die Kamera zu laden. Deswegen muss ich mich so ein bisschen blöd selbst anleuchten, damit ihr mich seht. Aber ich drehe euch nochmal um. Ich habe keine Dunst, ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht wisst ihr, was es ist. Haut es einfach mal rein in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Wie das aussieht. Ja, schon, ne? Aber es könnte auch einfach, wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, es könnte auch einfach auch eine Küche sein. Vielleicht die Großküche für das ganze Gelände und die andere Küche vorhin war nur für
dieses kleine Mini-Restaurant da oder so, was das war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein geiler, geile Garage irgendwie. Oder was auch immer es ist. Wie gesagt, haut's einfach mal rein. Es ist schon, es ist vor allen Dingen schon echt riesig, ne? Das hört man hier richtig gut, wie das hier hallt, das ist echt irre. Schaut es euch an, da geht es einfach mal ins Dunkle weiter. Aber auch hier seht ihr, hier, auch wenn ihr hier oben guckt, hier muss es einfach gebrannt haben. Hier muss es irgendwie, hier hat es definitiv gebrannt. Also, wenn ihr euch das anguckt, hier ist alles verbrannt, hier hat es gebrannt. Das kann man hier abstreiten und man riecht es auch, dass es hier gebrannt haben muss, beziehungsweise dass es hier gebrannt hat. Das riecht man einfach. Aber Freunde, ehrlich gesagt, möchte ich jetzt hier nicht weiter reingehen, weil die Decke hängt zum Teil runter. Und sieht aus, als könnte sie mit etwas Pech jeden Moment einstürzen. Deswegen, manche Dinge muss man sich nicht unbedingt angucken. Da ist mir mein Leben dann doch zu schade, das aufs Spiel zu setzen, nur für kurz ein paar Bilder oder so. Es muss einfach beim besten Willen nicht sein, deswegen gehen wir einfach dumm herum. Ah ja, hier. Seht ihr auch, hier geht es einfach rein und ihr seht es auch hier einfach, der ganze Eingang, alles ist hier verbrannt und was ich gerade schon gesagt habe, es ist, man muss nicht immer überall reingehen, wenn man kein gutes Gefühl hat, einfach, dass das jeden Moment auch einstürzen könnte, so sah zumindest es innen drin aus. Wie ihr seht, hier geht es irgendwie, ja, geht es weiter in den Wald und hier hat sich wohl, haben sich wohl die Franzosen gedacht, hier lagere ich mal alte Reifen. Freunde, da hoch in das Gebäude. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so geil war. Guck mal, da hoch gehen wir jetzt. Wenn ihr viele Stimmen im Hintergrund hört, wir sind ja nicht alleine unterwegs, aber außer Bonjour kann ich nicht viel Französisch. Von daher oben angekommen. Oder falls ihr mich auch nicht so gut versteht, es ist extremer Wind hier. Ich habe zwar den Windpuschel drauf, aber man weiß ja nie. Aber jetzt, Freunde, guckt euch an. Diese Aussicht. Diese Aussicht ist mega. Du hast hier einfach eine mega Aussicht. Es ist einfach genial. So mitten in den Vogesen, das ist schon ganz geil. Loch. Ja. Auch hier, wie gesagt, ihr müsst einfach echt aufpassen, wo ihr einfach hintritt. Gucken wir mal, das ist ja so eine extra Villa zu der Anlage. Ich würde behaupten, hier war, so wie es ausschaut, die Heizungsanlage oder so. Schauen wir mal, was wir hier oben so entdecken. Aber irgendwie auch nicht so viel. Auch nicht so viel, weiß ich nicht, sieht aus wie eine kleine Mini-Küche oder so. Mehr ist es, glaube ich, nicht. Wir gehen jetzt nochmal runter in das andere Gebäude, auf diese Stationen. Da waren wir noch nicht. Da würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder für euch in einer Sekunde. Freunde, ich weiß auch nicht, ob französische Feuerwehrkräfte oder Feuerwehreinheiten so viel Kohle haben, aber
wie ihr hier seht, auch nach da hinten. Hier liegen einfach Feuerwehrschläuche. Weiß nicht, vielleicht rein aus prophylaktischer Sicht, falls hier oft brennt, dass man es direkt liegen hat. Aber kann ich mir ja nicht vorstellen, da die ja auch mit der Zeit dann einfach kaputt gehen. Also es ist schon ein bisschen strange. Aber jetzt laufen wir mal hier runter. Schauen wir mal, Moment, ich mache ein bisschen Licht, dann sieht man auch mal ein bisschen was hier. Ist schon so arg verwinkelt, diese Anlage. Also hier gibt es dutzende Gänge. Einfach. Ah, ich glaube, jetzt sind wir über dem Restaurant, wo ich vorhin gesagt habe, mit der coolen Aussicht. Jetzt sind wir wieder am anderen Gebäudeteil. Auch hier würde ich behaupten, wenn man sich das hier anschaut, hier ist einfach hier ist einfach eine Bühne und ein, ja, weiß nicht, kleiner Raum. Vielleicht war das mal, weiß ich nicht, kleines Varieté oder wer weiß. Keine Ahnung. Falls ihr es wisst, wie gesagt, haut es einfach mal in die Kommentare rein, was es sein könnte. Auch hier geht's weiter. Gucken wir mal da rein. Ja, da können wir gleich mal lang, aber jetzt wollte ich erstmal hier rein. Ah, hier ist ein Treppenhaus. Uiuiui. Diese Treppe hier wirkt auf mich nicht mehr so. Die Treppe machte nicht mehr so einen guten Eindruck. Es hat gut gefedert. Aber auch hier, wenn ihr schaut, es sieht einfach aus hier, als wäre es einfach eine kleine Mini-Küche noch hier oben. Vielleicht war das ja für Patientinnen und Patienten. Und dann konnten die einfach hier draußen nett sitzen und einfach essen. Freunde, nee. Ja, hier konnte man kochen, aber was ich gerade gesehen habe, ich zeig's euch mal. Es war nicht eine Küche für irgendwie einen Kaffee oder so. Nein, es war eine Küche für das Schwimmbad. Hier war, wenn ihr es anguckt, hier war mit Sicherheit der Wellnessbereich oder nur der Schwimmbadbereich. Keine Ahnung, ob es den Wellnessbereich gegeben hat. Aber könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es den gegeben hat. Alleine, wenn du jetzt hier reinguckst, oder wenn ihr hier reinguckt, hier, wahrscheinlich hier der Umkleidenbereich oder wie auch immer. Aber da können wir gleich mal hin. Was ich euch vorher noch zeigen wollte, ist, wenn du hier einfach im Schwimmbad warst und vielleicht einfach hier so deine Liege hattest und dann hast du genau diesen Ausblick gehabt. Du hast den Ausblick hier oben. Es ist einfach ein mega Ausblick. Hier konntest du mit Sicherheit richtig genial entspannen, relaxen, dich von, weiß ich nicht, Krankheiten erholen oder was auch immer. Weil wenn du dir das, wenn ihr euch das anguckt, es ist einfach eine geniale Aussicht. Ja, die Vogesen sind schon echt schon ein schönes Stück, schöner Fleck Erde, muss man einfach auch sagen. Aber jetzt gucken wir mal, was wir da hinten noch so finden. Wenn ihr hier reinschaut, das sieht schon sehr, ich weiß nicht,
schaut schon sehr so nach Wellnessbereich oder irgendwie sowas aus. Also kann schon durchaus sein, weil dass ihr hier die Liegen gehabt habt, weil wenn ihr guckt, hier hinten hinter mir ist halt einfach das Schwimmbad und ich kann mir schon vorstellen, dass hier einfach ja, so ein bisschen der Wellness-Relax-Bereich war. Papa? Ja? Hier wurde mein Erster gespielt. Stimmt, Freunde, guckt sie an. Da hat er ja nicht recht. Weil hier sind überall so Airsoft-Kugeln. Kann ja gut sein. Deswegen kann es natürlich gut sein, dass die Seite hier vom Schwimmbad einfach so leer ist oder so gut aufgeräumt ausschaut, weil hier Airsoft gespielt worden ist. Also hier sind wir einfach mal im Nichts. Da können wir einfach zurück. Hier können wir auch einfach zurück, weil hier sind wir einfach. Freunde, wir gehen jetzt zum Auto zurück, fahren zur nächsten Location. Hier findet ihr eines meiner anderen Videos. Schaut sich gerne mal an. Zuletzt waren wir ja in einer alten Reha-Klinik. Das war früher mal ein Hotel. Dann lange Zeit eine Reha-Klinik, war auch ganz schön, oben auf dem Berg gelegen. Wie gesagt, findet ihr hier. Ich verlinke es euch. In dem Sinne, ciao. Nach über 100-jähriger Geschichte haben 2011 die letzten Patienten das Gebäude verlassen. Seitdem steht es leer und ist dem Verfall und dem Vandalismus ausgesetzt. Freunde, passt immer gut auf bei euren Abenteuern. Und wir sehen uns im nächsten Video.